Tag mit Leute Brot bekommen hier aus dem mega verrückten Einkaufscenter hier in Malaysia. Und hallo. Und ich bin hier gerade durchgestöbert, weil ich was brauchte. Dachte ich, ey, ich muss eigentlich filmen. Schaut mal hier, voll Weihnachtsstimmung. So mega Weihnachtsbäume überall und so Weihnachtsmusik. Und die Leute grinsen dann immer an, hallo. Wenn man hier als Europäer rumläuft, ich sehe ja sowieso schon ein bisschen seltsam aus in meinen Haaren. Und die Leute, die hier wohnen halt, die sind direkt immer, wenn man irgendwo rumläuft, noch, also natürlich die Kamera, wenn die Kamera an ist, klar, da gucken in Deutschland auch die Leute. Aber hier die Leute, die gucken echt so richtig, oh, als hätten die einen noch nie gesehen, also noch nie so einen Menschen gesehen, weißt du? Voll lustiges Gefühl. Auf jeden Fall gibt es hier an der Einkaufsseite einige coole Sachen, die ich zeigen muss. Und das zeige ich jetzt mal. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Hallo. Sind alle mega nett? Alle mega nett. Ist in Deutschland eigentlich auch schon so das krasse Weihnachtsfieber ausgebrochen? Dass halt überall Weihnachtsbäume stehen und so? Ich weiß nicht. Ich bin ja schon seit einer Weile nicht mehr in Deutschland. Aber ich muss euch unbedingt was zeigen. Oh. Was ist das denn? Süß. Ich bin hier eben mit der Monorail hingefahren. Das ist ein öffentliches Transportmittel hier. Und ich habe eben noch ein kleines Facebook-Video aufgenommen. Und dann bin ich hier lang gelaufen. Und hatte eigentlich gar nicht vor zu filmen, aber ich muss euch das unbedingt zeigen. Hier. Der Boden. Oh. Der Boden sieht aus wie Klaviertasten, ne? Seht ihr das? So. Und die Leute gehen da gerade runter und hört man genau hin. Jeder Schritt macht ein Geräusch. Hört mal. Leute sind auch schon begeistert. So, jetzt gucken wir nochmal. Gehen wir so rum, auch hoch. Alles noch andere runter. Cool. So, das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Und dann halt einfach diese Mentalität hier. Also im ersten, mein erster Eindruck von Malaysia war so voll erschlagend. Mega heiß, mega schwül Luft und schon eine krassere Luftverpestung als irgendwo anders, was man jetzt so unbedingt kennt. Und ich dachte erst so, oh nee, ist jetzt gar nicht so geil. Aber die Leute hier, und eigentlich auch die Mentalität und so, ist eigentlich richtig cool. Also in Kuala Lumpur, beziehungsweise Malaysia, ich glaube, ist ungefähr das so aufgeteilt, da leben 80% Muslime und 20% dann Christen, Buddhisten und andere Religionen. Wenn man überlegt, dass bei uns in Deutschland zum Beispiel nur, was weiß ich, eine einstellige Prozentzahl Muslime lebt, ist das schon mal eine ganz andere Kultur. Ich bin zum Beispiel in Köln total oft nachts immer in türkischen Vierteln, weil die halt immer sehr lange aufhaben. Und da gibt es immer noch nachts was zu essen und ich mag das voll. Das ist halt die Mentalität so, ne? Da gibt es immer nachts noch was zu essen. Und hier ist halt, dadurch, dass diese Religionen so eine ganz andere Balance haben, die Gesellschaft auch ganz anders. Also super spannend, richtig interessant. Ja. Und eigentlich kann ich das Video auch dazu nutzen, mal über das Video von gestern zu sprechen. Gestern kam ja die erste Folge meiner Serie, Hungerquest. Und mega danke für das geile Feedback, Leute, hat mich umgehauen. Also mega, mega geil. Irgendwie 30.000 Daumen nach oben in dem einen Abend. Ich habe es ja relativ spät hochgeladen, um 19 Uhr irgendwie. Und dafür dann noch irgendwie 30.000 Daumen nach oben zu bekommen. Mega krass. Auch sehr, sehr viele nette Kommentare, sehr, sehr viel gutes Feedback. Und halt auch Kritik. Und das war sehr wichtig, damit wir halt uns weiterentwickeln können. Das war die erste Folge, die ich mit meinem Team halt gebastelt habe. Wir kannten uns noch nicht richtig. Ich war noch total schüchtern und habe halt auch noch nicht so offen und frei mit den fremden Menschen so gesprochen. Und mittlerweile ist es halt schon viel, viel geiler. Davon gibt es jetzt jede Woche eine Folge. Und innerhalb der Woche gibt es halt ganz normal meine Vlogs, wie ihr sie kennt. So wie diese hier, wo ich halt auch ganz alleine laber. Viele haben kritisiert, dass es geschauspielerte Gesprächsszenen sind, weil ich ja auf Deutsch rede und die anderen reden auf zum Beispiel Japanisch. Und ich würde die nicht verstehen und die würden mich nicht verstehen. Aber ich muss euch dazu was sagen. Die meisten Japaner, die wir getroffen haben, die können kein Englisch. Das heißt, man kann nur mit Dolmetscher kommunizieren. Das heißt, ich kann nur auf Deutsch oder auf Englisch halt reden. Die können aber nur Japanisch. Das heißt, es muss eh ein Dolmetscher dabei sein, der alles übersetzt und dann wieder vom Japanischen ins Englische oder Deutsche zurück übersetzt. Und damit wir nicht immer wieder, und damit ihr nicht immer die ganze Zeit alles doppelt hört, weil der Dolmetscher ist alles wieder übersetzt und hin und her, haben wir einfach
die Dolmetscher-Parts rausgeschnitten und halt nur das zusammengeschnitten, wie ich auf Deutsch frage und sie auf Japanisch antwortet und dann untertitelt. Viele dachten so, ja, das ist ja gestellt und so ist aber gar nicht, das ist einfach nur ein Dolmetscher dabei gewesen. Und es ging halt nicht anders, also wir haben auch ganz viel jetzt in, zum Beispiel in Malaysia aufgenommen, wo die Leute halt auch Englisch sprechen können, wo ich halt Englisch spreche und die anderen halt Englisch sprechen. Das heißt, nicht mehr so Szenen, wo es so wirkt, als würde der andere so lange auf den einen warten oder sowas. Ist halt in Japan ein bisschen schwieriger gewesen, weil hier nicht jeder, weil nicht jeder Englisch konnte. Jetzt gehen wir mal die Treppen hoch. Great day. So. Hallo. Also das dazu. Keine Sorge, es ist nicht immer so. Jede Serie, also jede Folge von der Serie unterscheidet sich nochmal richtig krass. Ja, und manche haben halt auch gesagt, es wirkt nicht so wie in den Vlogs. Es wirkt, dass vieles gestellt ist. Es ist, manche Sachen sind halt Beauty Shots, die ich halt ein paar Mal gemacht habe. Zum Beispiel sowas wie diese Karte in der S-Bahn reingesteckt habe und sowas. Klar. Das ist halt einfach, weil es dieser Doku-Stil, ein bisschen Show halt ist. Aber wem das halt nicht gefällt, der kann ja nur die Vlogs gucken. Diese Folgen von den Serien gibt es ja nur einmal in der Woche. Es ist so warm hier. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, wie viel Grad es ist, aber es ist sau warm. So. Wir müssen einmal die Straße rüber. Weil ich muss jetzt auf der anderen Straßenseite mit der Bahn zurückfahren, mit der da oben. Hallo, no, thank you. Alle überreden schon mal, dass du ins Taxi einsteigst. Aber der Verkehr in dieser Stadt ist so furchtbar, dass ich nicht mit Taxi fahren möchte. Das ist halt echt auch so ein Problem hier. Der Verkehr ist Horror. So. Nein. Japan, ne? Germany. Germany. Yeah. Have a great day. Yeah. Thank you. Thank you. Das ist halt auch cool. Die Leute sind super offen und hier sind so viele verschiedene Nationalitäten. Es gibt hier Malai, also die Leute aus Malaysien, dann gibt es hier Inder, dann gibt es hier Koreaner, Japaner, Chinesen. Also Malaysia ist so voll der Multikulti-Ort. Stand clear. Doors closing. Station Great Britain, Roger Chulang. Next station, Roger Chulang. So, ich bin fast wieder zu Hause, also da, wo ich gerade momentan wohne. Nicht zu Hause in Deutschland. Spaß. Auf jeden Fall, das war es soweit, was ich euch erzählen wollte. Ich versuche, wie immer, jeden Tag einen Vlog rauszuhauen, also schaut auf jeden Fall jeden Tag vorbei. Wenn es mal nicht klappt, dann liegt es einfach daran, dass es durch diese ganze Reise mega stressig ist. Wir haben echt ein tolles Programm, wir erleben richtig viel. Das werdet ihr auch immer am Wochenende, am Samstag immer in den wöchentlichen Folgen sehen. Und ich probiere es trotzdem halt so wie jetzt, jeden Tag auch noch einen Vlog zu machen. Eine Sache wollte ich noch sagen, nämlich zu dem Tattoo. Ich habe ja im Video gestern mal gesehen, wie ich mir das Tattoo gestochen habe. Und da haben jetzt viele gefragt, warum ist der Pokéball nicht rot, warum ist das Feuer nicht rot, warum sind die Wellen nicht blau, warum sind nur die Blätter grün. Also mein Tattoo-Plan ist es, ich möchte alle meine Tattoos in schwarz-weiß halten. Die einzige Farbe, die eine Ausnahme ist, ist grün. Das heißt, grün, grün, grün. Ansonsten nur schwarz und weiß, also schwarz-weiß und Grüntöne. Ich will keine anderen Farben reinbringen, weil wenn es zu bunt ist, gefällt mir das persönlich nicht im Gesamtbild. Ich habe ja noch einige Sachen vor und das wird immer nur schwarz-weiß. Und das vom Bild, was halt grün ist, wird halt grün. Also hier zum Beispiel ist nur das jetzt grün. Deswegen ist das nicht komplett farblich. Das ist mein Plan. Okay Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Daumen da oben da. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder.
Und dann wünsche ich einen schönen Abend, haut rein und ciao Leute! So, nochmal aus dem Aufzug. Ich habe eine Sache noch vergessen zu sagen. Diese ganze Serie, die wir drehen, die hilft mir extrem, mich weiterzuentwickeln. Ich lerne total viel über Film, über Schnitt noch dazu. Und das ist auch ein positiver Effekt. Und da bin ich mega happy. So, es ist also nicht nur eine geile Serie, die jetzt jede Woche kommt, sondern ich verbessere mich auch in meinen normalen Vlog und lerne halt echt viel dazu. Also so viel, wie ich jetzt in der Zeit dazugelernt habe, was Schnitt, Film, Szenerie, Story und alles betrifft, das habe ich in den letzten Jahren nicht dazugelernt. Also dieses Team dabei zu haben, das bringt einen so extrem weiter, weil es halt alles Profis sind. Und ja, richtig coole Typen auch. Also macht einfach mega Spaß. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend jetzt, aber wirklich haut rein und ciao. Falls ihr das Video von gestern noch nicht gesehen habt, schaut es auf jeden Fall an. Mega, wirklich. Es hat mir so viel Spaß gemacht und das ist erstmal die erste Folge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Folge ist noch lange nicht die beste, denn da mussten wir halt erstmal warm werden. Ne? Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Bis morgen. Ciao. Weil es halt alles Profis sind. Weil es halt alles Profis sind. What the fuck is wrong? Was ist dein Autofokus? Er hat einfach der Sitz richtig mehr nach hinten, aber sitzt gerade. Er ist ein cooler Dude, ne? Ja. Ist das Kamerateam? Ist das Kamerateam? Das heißt, der Funktion ist der Mix, Alter. Ist das ein Gott, weil das ein Gong wie?